Ja, vielen Dank, sehr geehrter Kardinal, sehr geehrte Damen und Herren hier und im Online-Raum. Auch meinerseits einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass wir uns hier heute treffen konnten, um über ein spannendes Werk zu sprechen, das im Grunde genommen für alle katholischen Christen und Christen nicht egal sein kann. Es ist ein Buch, das sicher für den Glauben und auch in großen Teilen für die Spiritualität sehr anregend sein kann. Aber wie Magister Hadesa schon angedeutet hat, auch in gewissen Teilen auf Probleme oder Widerspruch stößt. Ich würde sehr gerne mit der Vorgeschichte beginnen. Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts ist keine einfache Zeit für die katholische Kirche. Einfach nicht im Sinne, dass es große Schwierigkeiten gäbe, sondern eine sehr intensive Zeit. Das Zweite Vatikanische Konzil, die Rezeption des Konzils, neue liturgischen Bücher, die ständig eingeführt werden müssen, 1983 das Kirchenrecht und schließlich Mitte der 80er Jahre trifft sich eine Bischofssynode in Rom und der Papst verkündet, es wird einen Weltkatechismus geben. Waren Sie von der Idee überzeugt? Wie haben Sie darauf reagiert, als Sie das erfahren haben, die in Rom, Sie waren damals in der Schweiz, die in Rom planen einen Weltkatechismus? Es ist etwas Neues. Seit 400 Jahren fast gab es sowas nicht mehr. Nun, ich war damals natürlich Professor in Fribourg, aber ich war als theologischer Mitarbeiter bei dieser Synode. Ich war damals schon, wie Magister Lesacher gesagt hat, Mitglied der Internationalen Theologenkommission, eine Kommission, die Papst Paul VI. Nach dem Konzil eingerichtet hat. Und in der ich bis zu meiner Ernennung zum Erzbischof Mitglied war, so 15 Jahre lang. Und im Jahr 85 hat Johannes Paul II. Eine Synode einberufen, eine außerordentliche Sitzung der Synode, in der es darum ging, zu reflektieren 20 Jahre nach dem Konzil. Statusquestion ist. Wir hatten in der Internationalen Theologenkommission ein Arbeitsdokument vorbereitet, auch im Blick auf diese Synode, wo es um einige schwierige Fragen, umstrittene Fragen des Konzils ging. Vor allem die Communio Ecclesiologie, also die Kirche als Communio, das war eigentlich das Hauptthema dieses Dokuments. Da ging es auch um die berühmte Frage des Subsistit in Ecclesia Catholica, Lumen Gentium, die Konstitution über die Kirche, hat sich der Frage gewidmet, natürlich, gibt es überhaupt die eine Kirche und hat diese Formulierung gefunden, die über die viel Tinte geflossen ist. Damals gab es noch keine Computer. Nämlich die Frage, ist jetzt die katholische Kirche die Kirche Jesu Christi, ja oder nein? Und die Antwort, die das Konzil gegeben hat, war nicht diplomatisch, sondern sehr differenziert, weil die Sache differenziert ist. Sie hat gesagt, eine Kirche Jesu Christi subsistit in Ecclesia Catholica, ist verwirklicht in der katholischen Kirche, fügt aber gleich hinzu, wenn auch es außerhalb ihrer sichtbaren Einheit ein vielfältige Elemente der Wahrheit und der Heiligung gibt, die als Elemente der Kirche Jesu Christi auf die katholische Einheit hinstreben. Ich habe das genau in Erinnerung, weil natürlich diese Formulierung extrem wichtig ist. Das ist die Basis für die ganze Ökumene-Lehre des Zweiten Vatikanums. Ja,
Aber Sie wollen wissen, was ich, wie ich zum Katechismusprojekt eingestellt bin. Nun, genau das war die Überraschung auf dieser Synode, in der es eben vor allem um ekklesiologische Kirchenfragen ging, dass mehrere Synodenteilnehmer die Frage aufgeworfen haben, müsste es nicht einen Katechismus des Zweiten Vatikanums geben, so wie das Konzil von Trient einen Katechismus gewollt hat. Man hat aber interessanterweise in diesen 3-4 Wortmeldungen nicht das Wort Katechismus gebraucht, sondern Kompendium. Es sollte doch ein Kompendium geben, das die Lehre des Konzils, die Lehre der Kirche, organisch darstellt. Dieser Wunsch ist positiv votiert worden von den Synodenvätern. Ich war da unter den theologischen Mitarbeitern. Walter Kasper war der Haupttheologe damals. Und wir waren eine Gruppe von theologischen Hilfsarbeitern. Und natürlich waren wir fasziniert, aha, da taucht dieses Thema auf. Nun muss ich dazu sagen, ganz überrascht war ich darüber nicht, weil ich den berühmten Vortrag von Kardinal Ratzinger aus dem Jahr 83 in Lyon und in Paris gelesen hatte und auch von ihm sehr beeindruckt war, nämlich der Titel war Die Krise der Katechese. Und in diesem Vortrag, den er zweimal gehalten hat, in Paris und in Lyon, hat Kardinal Ratzinger schon quasi ein Programm skizziert, wie müsste ein Kompendium, auch er hat das Wort Katechismus da nicht gebraucht, aussehen für heute, hat aber sehr stark Bezug genommen auf den Katechismus von Trient, was für mich eigentlich das erste Mal die Gelegenheit war, mich überhaupt mit diesem Katechismus von Trient zu befassen, der mir eine große Überraschung gebracht hat. Es kam damals auch eine kritische Edition heraus nach dem Originalmanuskript, an dem auch Dominikaner mitgearbeitet haben. Und das Auffallende war, dass im 16. Jahrhundert, mitten in der Polemik der Reformationszeit, dieser Katechismus pro pastoribus, ja, für die Pfarrer, pro parochos hieß er, glaube ich, ja, ganz unpolemisch war. Also keine heftigen Polemiken gegen Luther oder gegen die Reformation, sondern eine positive Darlegung des katholischen Glaubens mit sehr viel Väterzitaten und ein ausgesprochen schönes Werk. Ratzinger hat das quasi als Modell vorgestellt. Sowas bräuchten wir heute. Deshalb war ich nicht so überrascht, als 85 der Wunsch artikuliert wurde, der Papst möge doch so etwas in Auftrag geben. Der Papst hat sich dann Zeit gelassen, aber im Jahr 86, also ein Jahr später, hat er dann doch diesen Synodenwunsch, der von der Mehrheit der Synode erbeten worden ist, sich zu eigen gemacht und hat, auch das nicht ganz überraschend, das Projekt Kardinal Ratzinger anvertraut. Er hat eine Kommission gebildet von 12 Bischöfen, Kardinälen unter der Leitung von Kardinal Ratzinger, die dran gehen sollten, so etwas auszuarbeiten. Und was macht eine Kommission? Sie bildet ein Komitee, das die Arbeit machen soll. Ja. Und dieses Komitee bestand aus 7 Bischöfen, die angefangen haben, fleißig zu schreiben, nach der Rahmenvorgabe von Kardinal Ratzinger. Also ja, die anderen haben zugestimmt, aber das war doch seine Vorgabe. Anders als Luthers Katechismus beginnt es mit dem Credo, das war sein Vorschlag, muss mit dem Credo beginnen,
dann die Sakramente und dann die Gebote und das Vaterunser. Das sollte der katechetische Rahmen sein, weil das die klassische antike Katechese für Katechumenen war, die Taufe, sich um die Taufe beworben haben. Und diese vier Säulen sollten die Säulen des Katechismus sein. Die haben dann angefangen zu schreiben, diese sieben Bischöfe. Und dann hat sich halt herausgestellt, dass diese sieben Bischöfe auch noch jemand brauchen, der das Ganze ein bisschen koordiniert. Und dann hat Kardinal Ratzinger mich in einem unvergesslichen Abendessen im Borgo, im Borgo, also in der Nähe von seiner Wohnung, da beim Vatikan, in einem Abendessen, hat er mich gefragt, ob ich bereit wäre, Redaktionssekretär zu werden, also die Koordination der Redaktion zu übernehmen. Das hat mich sehr geehrt, aber auch erschreckt, weil das natürlich ein riesiges Projekt war. Und so haben wir dann angefangen, das, was die sieben Bischöfe mal als erstes geschrieben haben, eins nach dem anderen wieder zu zerlegen und zu koordinieren. Und schließlich in einem langen Prozess, den muss ich jetzt nicht erzählen, ist dann daraus der Katechismus der katholischen Kirche geworden. Sie haben schon die Meta-Ebene angesprochen mit der Orientierung an den altchristlichen Katechumenat. Vielleicht können wir später noch dazu kommen, wenn Sie schon so persönlich von einem Abendessen mit Kardinal Ratzinger erzählen. Würde mich doch noch was anderes interessieren. Wie ging es Ihnen mit der Arbeit persönlich? Sie sind auch Theologe, damals als Professor, als Berufstheologe. Man hat auch eigene Überzeugungen als Theologe. Und das ist was anderes, wenn Sie einen Aufsatz schreiben oder wenn er Sie gebeten hätte, einen Aufsatz wie ein Sammelband zu schreiben. Und etwas anderes, wenn man denkt, ich schreibe gerade etwas, was eine Geltung für die Weltkirche haben sollte. Das ist auch der Vorwurf, den man an den Papst Benedikt gerichtet hat. Im Grunde genommen hattest du Glück, dass du das amtlich schreiben konntest, was du dir als Theologe gedacht hast. Ja. Hat Sie das nicht beschäftigt zu dieser Zeit? Das hat uns intensiv beschäftigt, ganz intensiv, weil natürlich das entscheidend war für die Methode. Was gehört in einen Katechismus und was nicht? Was gehört in ein theologisches Handbuch und was gehört in einen Katechismus? Das war nicht vom ersten Moment an klar, weil vor allem unter Theologen oft die Unterscheidung zwischen Glaubenslehre und Theologie zu wenig entwickelt ist. Immer deutlicher hat dann Kardinal Ratzinger in den Diskussionen gesagt, es geht hier um die Glaubenslehre und nicht um die Theologie. Das heißt, was ist der Unterschied? Die Glaubenslehre ist das, was die Kirche glaubt und lehrt. Die Theologie ist die Reflexion darüber. Und diese Unterscheidung ist gerade in der nachkonziliären Theologie ein bisschen verschmurgelt worden, ja, verwischt worden. Es ist aber eine ganz wesentliche Unterscheidung. Ich mache das an zwei Beispielen deutlich, die sich in der Redaktion gezeigt haben. Der erste Entwurf über das Credo war von zwei Bischöfen geschrieben, einem spanischen und einem italienischen. Und wir haben dann festgestellt, beim Lesen dieser Entwürfe, was da über die Eschatologie steht, über die letzten Dinge, ist einfach Hans-Urs von Balthasar. Nun habe ich Hans-Urs von Balthasar sehr verehrt. Ich kannte ihn auch persönlich gut und hatte eine sehr gute Beziehung zu ihm und habe auch natürlich seine Eschatologie gelesen, was er dazu gedacht hat. Aber das war theologische Reflexion, das war nicht die Lehre der Kirche. Das war nicht die Glaubenslehre, sondern die Reflexion darüber.
Und deshalb hat dann auch Kardinal Ratzinger ganz klar gesagt, beziehungsweise die Kommission gesagt, das geht nicht. Das ist die persönliche theologische Meditation, Reflexion von Hans-Urs von Balthasar, aber nicht die Glaubenslehre. Das heißt, der Katechismus muss versuchen, wenn Sie so wollen, in einer etwas Metasprache gesagt, die alten Meister, der heilige Thomas, haben gesagt, die Glaubenslehre, das ist die Axiomatik, das sind die Axiome. Ja. Die Theologie ist die Theorie über die Axiome oder die auf den Axiomen aufbaut. Das heißt, so wie jede Wissenschaft ihre Axiome hat, die sie basic sind, die sie voraussetzen muss, so ist das auch in der Theologie. Und deshalb geht es in einem Katechismus darum, was die Kirche lehrt. Ich gebe Ihnen ein zweites Beispiel, das auch im Credo sehr, sehr eindrucksvoll ist. Wir haben heute zu Mittag drüber gesprochen hatte heute einen Priestertag und da kamen wir darauf zu sprechen. Die Dreifaltigkeitslehre im Katechismus. Ja. Man hat kritisiert, da ist keine Spur von Augustinus drin. Ja. Augustinus hat ein berühmtes De Trinitate geschrieben, ein monumentales Werk über die Dreifaltigkeit. Und hat eine Theorie entwickelt, weiß nicht, ob er sie erfunden hat, selber gefunden hat oder ob er sie weiterentwickelt hat, über die Seelen, die inneren Seelenvorgänge als Analogie zur Dreifaltigkeit, also Memoria, Mens, Voluntas, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. In unserer Seele ist das Bild des dreifaltigen Gottes, im Gedächtnis sozusagen der Vater, im Wort der Sohn und im Willen der Heilige Geist. Das hat das ganze Abendland geprägt, die augustinische Dreifaltigkeitslehre. Im Katechismus keine Spur davon. Warum? Aus dem einfachen Grund, weil die augustinische Trinitätslehre immer von der Kirche als eine sehr tiefe, wunderbare Meditation, theologische Reflexion über die Dreifaltigkeit betrachtet wurde. Aber es ist nicht, du findest in keinem der alten Konzilien, auch der mittelalterlichen, die augustinische Dreifaltigkeitslehre, sondern das, was die Kirche konziliar in ihrer ausdrücklichen Lehre über die Dreifaltigkeit sagt, ist nicht die augustinische Lehre, sondern die Voraussetzung dafür. Also, dann kann man natürlich fragen, wenn in diesem Katechismus alles Lehre der Kirche ist, dann kann man ja nur erschrecken und sagen, muss ich das alles glauben, was da drinnen steht? Das ist ja viel zu viel. Aber da kommen wir sehr. Ja, aber die Unterscheidung, die wir gerade eingeführt haben, die ist nachvollziehbar zwischen dem Glaubensgut der Kirche und der Theologie, die darüber reflektiert. Ja. Ja, absolut einverstanden. Aber wo ziehen Sie die Grenzen oder wo haben Sie die Grenzen gezogen? So unumstritten ist das nicht, wenn Papst Franziskus vor 2 Jahren was ändert am Katechismus bezüglich der Todesstrafe. Ja. Also so ewig war die Wahrheit dort nicht, oder? Kardinal de Lubac hat das am alten Katechismus bemängelt, also dem nach Trient, dass die Autoren immer noch behauptet haben, das apostolische Glaubensbekenntnis wurde persönlich von den Aposteln verfasst, ja. Obwohl sie schon gewusst haben, aber das ist egal, ob sie das gewusst haben oder nicht, aber die theologische Erkenntnis führt uns manchmal weiter, wo wir merken, okay, das, was wir als Ewiges betrachtet haben, war doch teilweise vorläufig. Ja. Das ist sehr gefährlich. Das stimmt, aber die beiden Beispiele, die Sie genannt haben, sind natürlich leicht zu entkräften. Ja. Das erste ist die Todesstrafe.
da können wir sicher auch im Gespräch noch darauf zurückkommen, weil das einer der schwierigsten und umstrittensten Punkte im Katechismus war, so sehr, dass in der definitiven Ausgabe der roten, nicht der blauen, die blaue war die erste, die rote war die zweite, der Text schon etwas modifiziert war gegenüber dem ersten Text. Hier handelt es sich um Fragen der praktischen Moral, in der es natürliche Entwicklungen gibt. Es gibt auch im Dogma Entwicklungen, ja, Vertiefungen, aber diese Änderung im Katechismus ist, werden wir sicher Gelegenheit haben, was dazu zu sagen, weil das eine sehr spannende und aufschlussreiche Debatte war über die Frage der Todesstrafe. Die Frage, ob tatsächlich die 12 Apostel die 12 Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses geschrieben hat, wie man es auf schönen mittelalterlichen Darstellungen findet. Jeder der 12 Apostel hat so ein Schriftband und da steht ein Satz des Credo drauf. Und sie waren ganz überrascht, dass sie alle im Glauben übereinstimmen. Ja. Das ist natürlich eine historische Legende, die nicht dogmatischen Wert hat. Ja. Aber dann bleiben wir bei der Geltung des Katechismus und dessen, was da am Glaubensgut tatsächlich vorgestellt ist. Sie haben schon die Frage gestellt, ob wir das tatsächlich alles glauben müssen, was dort steht. Und Sie haben auch erzählt, die Intention war eigentlich, ein Werk für die Katechese zu schaffen, orientiert an dem altchristlichen Katechumenat. Ja, aber im altchristlichen Katechumenat musste man das Glaubensbekenntnis lernen, das Vaterunser, bisschen über die Moral wissen und drei kurze Tauffragen beantworten, ob man an den Vater, den Sohn und den Geist glaubt. Jetzt haben wir 800 Seiten vor uns. Braucht man das, um in den Himmel zu kommen? Es ist nicht unnütz. Nein, natürlich braucht man das nicht. Braucht man das nicht alles zu wissen. Ich fände es aber gar nicht schlecht, wenn Theologiestudierende oder gar Theologieprofessoren zumindest eine Ahnung davon hätten, was da drinnen steht. Das heißt, was Lehre der Kirche ist. Wir hatten eine lustige Erfahrung mit Papst Johannes Paul, der sich natürlich sehr interessiert hat für das Wachstum. Da hatten wir wieder eine Sitzung der Kommission und des Komitees mit Papst Johannes Paul. Er kam dazu und dann hat er gesagt, über den Entwurf, ich habe schon 80 Seiten davon gelesen und ich stelle fest, dass ich doch das meiste gewusst habe. Ja. Aber es ist kein Schaden. Und damit komme ich zu einer zentralen Frage. Und das kann ich vielleicht an dem ersten Text, den ich Ihnen gegeben habe, illustrieren. Nämlich die Frage, kann es überhaupt einen gemeinsamen Ausdruck des Glaubens für die ganze Kirche geben? Genau, weil da ist noch immer wieder wiederholt, auch in den jüngsten Dokumenten des Lehramtes, in der Porta Fidei, Lumen Fidei, also in den neuen Dokumenten über den Glauben, wird immer wieder wiederholt, das ist die sichere Norm des christlichen Glaubens. Kann es, oder inwiefern kann es sowas geben und unter unseren Bedingungen verwirklicht werden? Also kaum war die Nachricht heraus, dass Synodenväter den Vorschlag gemacht haben, einen Katechismus, ein Kompendium, hieß es am Anfang, ein Kompendium über den Glauben für die ganze Kirche, haben schon einige aus allen Rohren geschossen, das ist unmöglich. Das geht bei einer pluralen, in einer pluralen Welt geht das nicht. Und das hat eine große Erschütterung ausgelöst,
das Buch von Thomas Rees über das Projekt Universal Catechism. Das war ein ziemliches Erdbeben, ein amerikanischer Jesuit, der das Projekt von vornherein, bevor die erste Zeile geschrieben war, gesagt hat, das ist unmöglich. Ja. Und es war schon sehr entscheidend, dass Kardinal Ratzinger in seiner doch sehr tiefen fundamentaltheologischen Reflexion gesagt hat, wenn es nicht möglich ist, den Glauben gemeinsam auszusprechen, rund um den Globus, den Glauben, dann ist etwas wesentlich an der Einheit der Kirche zerbrochen. Und der tiefere Grund dafür ist das, was im Katechismus über den Glauben zitiert wird. Ein Wort vom heiligen Thomas, der gesagt hat, Fides terminator, non terminator ad enunciabile, sed ad rem. Der Glaube geht nicht auf Begriffe, sondern auf die Sache. Ich glaube nicht an Worte, sondern ich glaube an das, was die Worte bezeichnen. Das heißt, dahinter steht natürlich auch die Überzeugung, dass man das, was man glaubt, auch sagen kann. Auch wenn man weiß, dass die Worte unzulänglich sind. Und wenn Sie einen Moment hineinschauen, ich weiß nicht, wenn der Moderator das erlaubt, dass wir schon das sozusagen Overlapping machen. Ja. Das ist die Nummer 172 im Katechismus. Das ist der Abschluss des einleitenden Teils über was heißt Glauben, bevor es in die Glaubensartikel des Credo hineingeht. Ja. Und da formuliert der Katechismus die Überzeugung, es ist möglich, weltweit den Glauben in einer gemeinsamen Weise zu artikulieren. Und das sind da vor allem Zeugnisse von Irenäus von Lyon aus dem 2. Jahrhundert, der genau mit dieser Frage konfrontiert war, weil die Gnostiker gesagt haben, das geht in dieser Kultur, das geht in dieser Kultur, das geht nicht universal. Seit Jahrhunderten bekennt die Kirche in all den vielen Sprachen, Kulturen, Völkern und Nationen ihren einzigen, von einem Herrn empfangenen, durch eine einzige Taufe weitergegebenen Glauben, der in der Überzeugung wurzelt, dass alle Menschen nur einen Gott und Vater haben. Das ist ein Epheser-Zitat. Und dann kommen drei Worte von Irenäus von Lyon. Am Ende des 2. Jahrhunderts geschrieben. Die Kirche erstreckt sich über die ganze Welt bis an die äußersten Grenzen der Erde. Traut er sich schon damals zu sagen, Ende des 2. Jahrhunderts. Sie hat von den Aposteln und ihren Schülern den Glauben empfangen und bewahrt diese Botschaft und diesen Glauben, wie sie sie empfangen hat, als ob sie in einem einzigen Hause wohnte. Glaubt sie daran, als ob sie nur eine Seele und ein Herz hätte und verkündet und überliefert ihre Lehre so einstimmig, als ob sie nur einen Mund hätte. Das ist eine fundamentale Voraussetzung für so ein Glaubensbuch. Gibt es nicht nur den einen Glauben, das sagt der heilige Paulus, ein Glaube, ein Herr, eine Taufe, sondern gibt es auch so etwas wie einen Ausdruck des einen Glaubens, einen gemeinsamen. Und das sagt er jetzt in 174. Und wenn es auch auf der Welt verschiedene Sprachen gibt, so ist doch die Geltung der Überlieferung ein und dieselbe. Die in Germanien gegründeten Kirchen, schreibt am Ende des 2. Jahrhunderts, da gab es schon in Germanien Kirchen, also der Gemeinden. Ja.
Und überliefern nicht anders als die in Spanien oder bei den Kelten, als die im Orient oder in Ägypten, die in Libyen und oder in der Mitte der Welt. Damit hat er sicher Bayern gemeint. Ja, da ist ja Kardinal Ratzinger Herr. Wahr und zuverlässig ist die Botschaft der Kirche, denn bei ihr erscheint in der ganzen Welt ein und derselbe Weg zum Heil. Und dann die Aufgabe des Katechismus, diesen Glauben, den wir von der Kirche empfangen haben, behüten wir sorgfältig. Wie ein kostbarer Schatz, der in einem ausgezeichneten Gefäß verschlossen ist, wird der Glaube durch die Wirkung des Geistes Gottes immer verjüngt und, wunderbare Formulierung, und verjüngt das Gefäß, das ihn enthält. Das heißt, der Glaube macht die Kirche immer wieder jung, das Gefäß, das den Glauben enthält. Also das scheint mir ein wichtiger Text zu sein, um zu sagen, warum kann man einen Weltkatechismus machen? Ich wäre nicht katholisch, wenn ich jetzt sagen würde, es ist nicht so. Also erstens, weil das steht schon bei Paulus, ein Christus, ein Glaube, den wir alle teilen. Und das, was Sie gerade von Irenäus zitiert haben, ein beeindruckendes Zeugnis, dass wir schon, dass die Christen schon im zweiten Jahrhundert in der Bewusstsein einer Einheit gelebt haben. Ich glaube, das ist, darüber würde jetzt niemand streiten. Das Problematische für mich ist die Grenze. Mich würde interessieren, wie haben Sie damals mit der Grenze gehadert? Weil das eine ist, ob wir alle glauben, dass Jesus Gott und Mensch gleichzeitig ist, und was anderes, ob wir die Ansichten so, Sie werden das auch als Beispiel bringen, ob der Priester in persona Christi handelt oder nicht und wie man die Weihegnade weitergibt. Wo zieht man die Grenzen? Gehört alles, was dort steht, zu dem einen Glauben, den wir alle teilen müssen? Der Glaube ist einer. Mhm. Das ist sozusagen wie das helle Licht. Ja. Wenn man das dann durchs Prisma schickt, dann leuchtet es in allen möglichen Farben. Dann, natürlich ist der Glaube von jemand, der diesen Katechismus nie in der Hand gehabt hat, der vielleicht nicht lesen und schreiben kann, so wie zum Beispiel die Jeanne d'Arc, die zwei, dreimal zitiert wird im Katechismus, konnte nicht lesen und schreiben. Mit 21 ist sie verbrannt worden. Aber natürlich hatte sie den Glauben. Sie hat ihn nicht entfalten, explizieren können, wie es der Katechismus tut. Und sie hat auch nicht Theologie studiert. Aber es waren die Theologen, die sie auf den Scheiterhaufen gebracht haben, die Arme. Denn es waren die Theologieprofessoren von der Sorbonne. Dominikaner oder Franziskaner, das ich. Jeanne d'Arc ist von den Theologen verurteilt worden. Das sieht man im Prozess faszinierend. Und ihre Antworten auf die Fangfragen der Theologen, diese Antworten dieses 21-jährigen Mädchen, sind von einer solchen Präzision, theologisch, ja, könnt Ihnen die Stelle gleich finden, ich glaube, ich habe es sogar zitiert in den Texten, da sieht man nämlich sehr schön, die Gnade, genau. Ja, genau, auf der letzten Seite. Der letzten Seite, 2005 ist das. Die Gnade, da die Gnade übernatürlich ist, entzieht sie sich unserer Erfahrung und ist nur durch den Glauben zu erkennen. Wir können uns also nicht auf unsere Gefühle oder Werke verlassen, um daraus zu folgern, dass wir gerechtfertigt und gerettet sind. Da wird die kirchliche Lehre einfach referiert. Aber die hat natürlich auch eine
große existenzielle Bedeutung. Mein Gefühl kann mir nicht die Garantie geben und auch nicht die Werke, die ich getan habe, dass ich gerechtfertigt bin und damit gerettet bin. Doch nach dem Wort des Herrn, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, können wir, wenn wir an die Wohltaten Gottes in unserem Leben und im Leben der Heiligen denken, darin eine Gewähr dafür erblicken, dass die Gnade in uns am Werk ist. Das ermutigt uns zu einem stets stärkeren Glauben und zu einer Haltung vertrauter Armut. Und dann kommt ein Zitat, das es war auch ein Anliegen der Redaktion, an den Schlüsselstellen immer wieder Zitate von Heiligen und auch besonders von heiligen Frauen zu zitieren, weil die oft ganz präzise auf den Punkt bringen, was die Lehre der Kirche vielleicht etwas kompliziert darstellt. Diese Haltung wird besonders gut in der Antwort der heiligen Jeanne d'Arc auf eine Fangfrage ihrer kirchlichen Richter veranschaulicht. Befragt, ob sie wisse, dass sie in der Gnade Gottes sei, antwortete sie: Si je n'y suis, que Dieu m'y mette. Si je n'y suis pas, que Dieu m'y garde. Si j'y suis, que Dieu m'y garde. Das habe ich mir auswendig gemerkt, weil das so präzise ist. Falls ich nicht in der Gnade bin, wolle Gott mich in sie versetzen. Falls ich in der Gnade bin, möge Gott mich in ihr bewahren. Man kann nicht präziser formulieren, was das Konzil von Trient über die Gewissheit der Gnade gesagt hat. Ja. Wir werden noch heute genug Zeit haben, um zu den Glaubensthemen zu kommen. Ich muss noch eine Frage nach dem Stand der Wissenschaft, also der nicht-theologischen Wissenschaft, stellen. Sie vermuten vermutlich, was kommt, die Evolutionstheorie, die in diesem Buch nicht vorkommt. Im deutschen Katechismus war das anders, das schon bereits existiert hat. Sie haben gesagt, es ist ein Buch, das für die Katechese gedacht war. Zur Katechese gehört auch bei uns, zur Erwachsenenbildung gehört auch, dass wir natürlich einen Dialog mit der Welt führen und in einer Welt leben, die von Naturwissenschaften geprägt ist. Was empfinden Sie als eine Schwäche, dass der Katechismus vielleicht manchmal zu wenig auf das moderne Weltbild eingeht? Ja. Wie ist das passiert? Das ist passiert. Entschuldigung, das ist nicht unpolitisch, diese Frage. Das ist nicht nur, okay, wir haben etwas vergessen. Nein. Die Problematik in den USA, die haben sich vermutlich gefreut, dass es nicht erwähnt wurde. Ja. Das war sicher einer der ganz schwierigen Teile in der Redaktion dieses Katechismus. Soll man auf die Diskussion über Evolution, Schöpfung und Evolution eingehen. Kardinal Ratzinger hatte ein Symposium organisiert in Rom, in dem ich auch teilgenommen habe, zu diesem Thema, weil er, das redigiert wurde, weil er auch eine Klärung des Status Questionis wollte. An dem Symposium hat Robert Spemann als Philosoph teilgenommen, es haben Naturwissenschaftler teilgenommen, ich habe auch teilgenommen, ja. Im Endeffekt wurde nicht auf das Thema Evolution als Theorie eingegangen. Vielleicht auch, ich habe das jetzt nicht mehr ganz so präsent, vielleicht auch aus der Überlegung heraus, dass wissenschaftliche Diskussionen nicht eine Glaubensfrage sind. Ja. Und das herauszuhalten aus der Frage, muss man als Katholik Monogenismus vertreten, also dass die Menschheit einen
Ursprung hat. Oder gibt es verschiedene Ursprünge des Homo sapiens und des der Hominiden etc.? Auf diese Frage wollte man nicht eingehen, obwohl Pius XII. In Humane Generis eigentlich den Monogenismus ein bisschen vorschreiben wollte. Das hat man als eine Grenzüberschreitung gefunden. Kardinal Martini hat mich damals nach Mailand eingeladen, wollte mit mir diskutieren über dieses Kapitel, also den Entwurf dazu. Ja. Da ging es genau um diese Frage, soll man oder soll man nicht? Ja. Es ist so entschieden worden, es ist keine lehramtliche Stellungnahme zur Evolutionstheorie, sondern es ist ein Versuch darzulegen, was die Schöpfungslehre bedeutet. Und das sind ja doch sehr interessante Elemente, die übrigens auch sich inspirieren an einem Moment, wo war das? Gleich haben wir es, was es bedeutet, was der Glaube an den einen Schöpfer bedeutet. Und das ist schon in gewisser Weise eine Antwort auf die Diskussion um die Evolution. Das sind die Nummern 338 bis 342. Da werden ein paar Prinzipien gesagt, nicht was zur Evolutionstheorie Stellung genommen wird, sondern erstens, es gibt nichts, was nicht dem Schöpfer sein Dasein verdankt. Das ist sozusagen axiomatisch, das ist grundlegend. Ja. Zweitens, jedes Geschöpf, also nicht nur der Mensch, jedes Geschöpf, besitzt seine eigene Güte und Vollkommenheit. Das ist sozusagen auch eine Abgrenzung gegenüber der Theorie, dass alles fließend ist und daher nichts einen Eigenwert hat. Drittens, die gegenseitige Abhängigkeit der Geschöpfe ist Gott gewollt. Das heißt, die Interdependenz der Geschöpfe gehört zum Schöpfungsplan. Das vierte ist die Schönheit des Universums, Ordnung und Harmonie etc. Und schließlich gibt es so etwas wie eine Rangordnung der Geschöpfe. Rangordnung der Geschöpfe ist nicht eine Abwertung. Der Spatz ist, ihr seid viel mehr wert als viele Spatzen, sagt Jesus. Das heißt nicht, dass Spatzen schlecht sind, aber wenn ein Spatz stirbt, ist es etwas anderes, als wenn ein Mensch stirbt. Also in diesem Umkreis bewegt sich der Schöpfungstraktat, ohne auf die Evolution als solche einzugehen. Ich habe dann die Unvorsichtigkeit gehabt, persönlich in einem Artikel in der New York Times mich auf dieses Terrain zu begeben. Und das hat eine riesige Diskussion ausgelöst, weil man gedacht hat, das ist jetzt Ratzingers, also Papst Benedikts neue Ausrichtung gegen die Evolution. Ich habe dann ein erklärendes Buch dazu gemacht und so weiter. Ja. Aber ja, ich glaube, der Punkt ist deutlich geworden. Es ist kein Buch, das sich mit den Fragen der Naturwissenschaft beschäftigt, ein Buch, der für den Glauben bestimmt ist. Ich darf nur noch eine letzte Frage stellen, die aber aus zwei Teilen besteht. es ist nicht alles gleich geglückt, das ist klar. Natürlich ist es ein Menschenbuch, das kann man immer besser machen. Aber es ist ein gutes Buch. Das hat Kardinal Ratzinger über den Katechismus geschrieben. Der erste Teil meiner Frage, wie schätzen Sie die Rezeption dieses Buches ein? Ich muss sagen, ich komme aus zwei theologischen Kontexten und der Umgang könnte nicht breiter sein oder unterschiedlicher sein.
Und der zweite Teil meiner Frage wäre, wie würden Sie, vielleicht kommt das am Ende, das müssen Sie nicht gleich beantworten. Ich hatte mal in einem, ehrlich gesagt, im Beichtstuhl mitbekommen, bitte lesen Sie den Teil über das Gebet. Und das hat tatsächlich geholfen. Welchen Umgang würden Sie uns empfehlen, so, für die Zukunft? Wie kann man als glaubender, denkender Christ mit diesem Buch umgehen? Das können wir aber auch am Ende machen. Vielleicht könnten wir uns zuerst auf die Frage der Rezeption konzentrieren. Ja, die Rezeption ist sehr unterschiedlich. Im deutschen Sprachraum hat sich bewährt, Balthasar oft gesagt hat, Romanica non leguntur. Was aus Rom kommt, wird nicht gelesen. Das ist eine sehr partikuläre Situation. Weltweit war der Katechismus und ist er nach wie vor ein Erfolg. Am ersten Tag der Publikation in Paris am Flughafen, in der Flughafenbibliothek, 600 Exemplare verkauft worden, am ersten Tag. Ein lieber Freund von mir, ein Publizist, bekannter, in Frankreich sehr bekannter Publizist, hat dann einen Artikel geschrieben, warum ist der Katechismus in Frankreich so ein Erfolg? Und er hat gesagt, erstens, weil er aus Rom kommt. Das war etwas überraschend. Nein, er hat das begründet. Die Leute haben es satt, dass jeder Theologe mit seinen Theorien daherkommt. Sie wollen einfach einmal wissen, ob sie es jetzt annehmen oder nicht. Aber sie wollen wissen, was die Kirche lehrt. Interessantes Beispiel in Klammer. Es gibt auch eine Übersetzung des Katechismus auf Farsi, also Persisch. Ja. Wer hat diese Übersetzung gemacht? Die Ayatollahs in Chom. Chom ist das Theologenzentrum im Iran. Die haben eine Farsi-Übersetzung gemacht. Warum? Sie wollen wissen, was die katholische Kirche lehrt. Die wollen nicht wissen, was Hans Küng oder Hans-Urs von Balthasar oder Rahner sagen. Sie wollen wissen, was die Kirche lehrt. Das war das erste Erfolg. Der Grund, warum der Katechismus. Der zweite Grund war, nach diesem Autor, diesem Journalisten oder Publizisten, er hat gesagt, weil er anspruchsvoll ist. Die Leute haben es satt, mit billigen Stoff abgespeist zu werden. Sie wollen etwas, was anspruchsvoll ist. Ja. Und dann hat ein drittes Argument gesagt, der Katechismus ist ein Erfolg, weil er schön ist. Weil er schön ist. Weil er schön ist. Ja, aber ich möchte auch auf etwas eingehen, was Herr Lesacher am Anfang gesagt hat. Er wurde auch von exegetischer Seite kritisiert. Ja. Aber hier in diesem Raum sitzt jemand, der, wenn der Katechismus exegetisch nicht in Ordnung ist, dann muss man ihn kritisieren. Ich denke an dich, Josef Ried, Professor Ried. Freue mich, dass du da bist heute. Wie der Grundtext fertig war, das muss im Sommer 91 gewesen sein, glaube ich, genau. Ja, hat Kardinal Ratzinger drei prominente Exegeten eingeladen, mit ihm zusammen, und ich war auch dabei, den ganzen Text durchzugehen, jedes Bibelzitat und zu verifizieren, ist das kontextuell richtig, ist das hier richtig platziert? Das warst du, Professor Ritt, ja. Das war der Professor Ravasi, jetzt Kardinal.
Und weißt du noch, wer der Dritte war? Französischer Alttestamentler. Ich weiß den Namen nicht. Was der Vanuatu? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Es war ein französischer Alttestamentler. Ja. Was war das? Also ich habe den Namen nicht mehr präsent. Ja. Ja. Der ist etwas viel geworden. Es war ja schwierig, ne? Weil. Wollen Sie kurz nach vorne kommen, ja, damit die Online-Teilnehmer Sie auch hören können? Ein bisschen schwer, weil ich zwei neue Knie habe und mit dem Rollator gar nicht vorbild. Ich will euch jetzt hier mit diesen Fragen befassen. Ja. Josef Ried ist Professor für Neues Testament. Entschuldige, wir haben ja einen Pater Josef Ried. Ja, ich meine, Hubert, Entschuldige, ja. Hubert. Ja. Wir hatten damals das Problem, dass wir das nicht mehr organisch aus der Bibel entwickeln konnten, sondern die Vorgaben dieses Kompendiums mit großer Mode schon diesen Nummerierungen und Einteilungen übernehmen mussten. Und jetzt war es natürlich bei manchen Fragen schwierig, kann ich die organische Entwicklung der Schrift, die ja im, denken Sie an die Eschatologie, nicht innerhalb des Neuen Testamentes, wie sie zum zweiten Thessalonicher Brief kommen, wo die Naherwartung wieder total zurückgenommen wird, da merkt man also, dass es eine Phase gibt, die man als Entwicklung auch annehmen soll und nicht nur eine jeweilige Ebene. Und da hatten wir schon Probleme, dass wir nicht mehr allzu viel verändern konnten. Aber wir haben dann eben die Schriftstellen genau exemplifiziert an den einzelnen Themen und haben gesehen, so, wir wollen nicht ein Bruchstückartiges herauslösen. Also wie man immer sagt, der Steinbruch. Ja, die Steine aus dem Steinbruch holt man heraus, also die Bibel steht, nein, das sollte es nicht sein, sondern man überprüfte halt von unserer Seite her, ob das dazu passt und ob man es als solches argumentativ verwenden kann. Also der erste Teil ist ja überhaupt ganz großartig gelungen, das Schwierigere, auch die Sakramentenlehre, zweiter Teil und so, auch, aber das Schwierigere ist die Ethik, Moral. Und sehr gut ist der letzte, vierte Teil, Spiritualität, Gebet wiederum. Da konnten wir uns auch sehr gut entfalten. Aber es war ein ungeheuer interessantes Arbeiten, gerade eben mit euch beiden, Kardinal Ratzinger und dir. Und da sind dann drei Exegeten, also überaus willkommen gewesen. Also es war ein schönes, einige Mal haben wir uns getroffen, aber einmal war es. Du wurdest ja dann Weihbischof, ja, und bist dann also nach Wien entfleucht, ja, und wir haben weitergemacht. Da haben, ja, wir haben das gewusst. Also Pater Schönborn ist ein so vornehmer Mann, der fährt sofort nach Wien, um sich vorzustellen. Und jetzt sind wir allein gewesen. Und er hat dann einige beauftragt, auch Dominikaner, jüngere Mitbrüder und so, die dann so ein bisschen mehr wieder gesammelt haben von den Verbesserungsvorschlägen, und dann ist es wieder etwas am Profil zurückgegangen. Es gab, also wenn ich dich richtig charakterisiere, so bist du so vornehm, dass du nichts, was einmal gesagt wird, unter den Tisch fallen ließ lassen. Aber das muss irgendwie aufgenommen werden können. Und das ist natürlich beim Katechismus dann schwer. Wie kann ich jetzt also diese vielen Verbesserungsvorschläge so einarbeiten, dass trotzdem ein organisches Kompendium verbleibt und die biblischen Aussagen möglichst sachgerecht und nicht nur durch Zufall aneinandergereiht werden. Und da haben wir dann gesehen, das wird nicht, es war dann der Termin der Veröffentlichung, ja, aber jedenfalls, grosso modo kann ich auch heute sagen, ist es ein gelungenes Werk. Also es lässt sich natürlich, mein Gott, was ist nicht auch kritisierbar, aber ich habe mich auch gefreut, obwohl ich mein Buchlein, ich habe zwei neue Knie und deshalb komme ich so armselig daher, weil umso schneller werde ich wieder in der Pfarrei tätig sein. Gott sei Dank bist du immer noch in Grinzing der beliebte Pfarrer von Grinzing. Den Grinzinger Pfarrer, also ja, seit meiner Emeritierung hat er. Ja, also nur wenn irgendwas ist, ich bin gern bereit, zur Sachestellung zu nehmen. Vielen, vielen Dank. Danke, ja, danke. Ja. Genau.
Wunderbar, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Und Herr Kardinal, vielleicht können Sie noch ein paar Leitlinien vorstellen, die Sie für uns heute vorbereitet haben. Und dann, Herr Hart, danke. Danke sehr. Danke für die gute und sehr, sehr eindringliche Frageweise. Ja. Es gibt vieles in diesem Katechismus, was ich gerne mit Ihnen teilen würde. Aber ich möchte auf eines hinweisen, was auch Kardinal Ratzinger sehr wichtig war auf der zweiten und dritten Seite, nämlich wie das ganze, der ganze große Teil über Jesus Christus aufgebaut ist. Und da hat Kardinal Ratzinger schon in seinem Vortrag über die Katechese sehr stark rekurriert auf die frühchristliche Tradition, die dann im 20. Jahrhundert wiederbelebt wurde, vor allem von Hugo Rahner, von den Benediktinern, die Betrachtung des Lebens Jesu unter dem Aspekt der Mysterien Jesu. Dass also das Leben Jesu natürlich nicht jetzt rein unter historischer Perspektive betrachtet wird, also nicht sozusagen ein Versuch, den historischen Jesus darzustellen, sondern das Leben Jesu im Licht des Glaubens zu betrachten. Ja. Und das sind der ganze Teil über Jesus Christus sind eigentlich Betrachtungen über die einzelnen Etappen seines Lebens, über die sogenannten Mysterien des Lebens Jesu. Ich werde das jetzt nicht im Einzelnen mit Ihnen besprechen, rate aber, das einmal nachzulesen, diese Nummern von 516 bis 521, weil das eine große katechetische Tradition auch ist, die Betrachtung der Mysterien Jesu. Und ich erinnere nur an die Titel hier, 516, 17 und 18. Das ganze Leben Jesu, seine Worte und Taten, sein Schweigen und sein Leiden, seine Art zu sein und zu sprechen, ist Offenbarung des Vaters. Es ist im Grunde sehr nahe der Methode, die Ignatius in den Exerzitien empfiehlt. Also das Mysterium der Gottmenschlichkeit Jesu im Konkreten seines Lebens zu betrachten. Das ganze Leben Jesu, seine Taten und seine Worte, auch sein Schweigen und sein Leiden, ist Offenbarung. 517, das ganze Leben Christi ist Erlösungsgeheimnis. Das heißt, er hat uns nicht nur durch das Kreuz erlöst, sondern er hat uns durch sein verborgenes Leben, durch sein Arbeiten, durch sein ganzes Leben hat heilenden und erlösenden Charakter. Ich habe dieser Tage, das gehört jetzt nicht hierher, aber dieser Tage einen wunderbaren Text vom heiligen Bonaventura gelesen. Eine Betrachtung über das verborgene Leben Jesu, wo er darüber betrachtet, wie kann er seine göttliche Kraft so sehr zurücknehmen, dass er unerkannt bleibt, dass er verborgen bleibt, dass er eigentlich auch verachtet war. Die Leute haben gesagt, die Nazareth, ja, das ist ja der Sohn des Zimmermanns, wer ist er denn? Ja. Oder wen hält er sich denn? Eine wunderschöne Betrachtung, wie das Geheimnis der Selbstzurücknahme des Gottmenschen in die ganz einfache Alltäglichkeit, Verborgenheit, wie das
ein tiefes Erlösungsgeheimnis ist. Charles de Foucault, jetzt heilig gesprochen, hat dieses Geheimnis ja in seinem Leben ganz in die Mitte gestellt. Das verborgene, eigentlich verachtete, unbedeutende Leben in einem kleinen, armen Dorf. Und das ist Gott mitten unter uns. Ja. Das Leben, ganze Leben Christi ist Erlösungsgeheimnis. Und dann der dritte Punkt, 518, das ganze Leben Christi ist ein Mysterium der Anakephalaiosis, ein Lieblingsbegriff, den schon Paulus verwendet, den Irenäus, alles unter das eine Haupt zusammenfassen. Ja. Alles, was Jesus getan, gesagt und gelitten hat, war dazu bestimmt, den gefallenen Menschen wieder in seine ursprüngliche Berufung zu versetzen. Und dann gibt es diese drei Paragraphen, sehr schönen, über unsere Teilnahme an den Mysterien des Lebens Jesu. Das ist die große Betrachtung der großen christlichen Meister. Wie können wir am Leben Jesu teilnehmen? Da sieht man an diesen Nummern, wie sehr der Katechismus Lehre mit Spiritualität verbindet, versucht zu verbinden. Ich nenne nur das 521, dieses Zitat von Jean Eudes, Johannes Eudes. Wir müssen die Zustände und Mysterien Jesu in uns weiter und zu Ende führen und ihn oft bitten, er soll sie in uns und in seiner ganzen Kirche vollenden und vollbringen. Der Sohn Gottes hat nämlich vor, durch die Gnaden, die er durch diese Mysterien uns mitteilen und durch die Wirkungen, die er durch sie in uns hervorbringen will, uns an seinen Mysterien teilhaben zu lassen, sie gleichsam auszudehnen und sie in uns und in seiner ganzen Kirche gewissermaßen weiterzuführen. Also unser Leben als Teilnahme am Leben Jesu, an seinem Mysterium.